Recherchen der Deutschen Presseagentur gab es in diesem Jahr erst eine bundesweit bekannte Verurteilung wegen eines Anschlags auf ein Flüchtlingswohnheim und das bei über 200 Fällen. Heißt das, dass die Täter so gut wie sicher sein können, dass sie ungeschoren davonkommen? Nein, es kommen sie nicht. Aber die Verfahren dauern halt lange. Es sind teilweise sehr, sehr anspruchsvolle Ermittlungen zu führen. Und wenn man da schlampig arbeitet, dann rächt sich das spätestens vor Gericht. Und deswegen muss man da auch eine gewisse Sorgfalt an den Tag legen. Und das war schon immer so. Nur ist jetzt natürlich die Dimension deutlich größer der Verfahren, die bewältigt werden müssen. Und von daher ist jetzt dieser Eindruck entstanden, da passiert ja gar nichts. Denen, die solche Taten begehen, wird teilweise schon sehr viel passieren. Nur eben nicht so schnell, wie man sich's wünschen würde. Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass es so lange dauert? Wo ist da die Engstelle? Ist das die Polizei, die zu wenig Personal hat? Sind das die Staatsanwaltschaften und die Gerichte, die überlastet sind? Sowohl als auch. In Sachsen haben wir schon seit Jahren das Problem, dass wir an sich zu wenig Polizei haben. Die Polizei ist streckenweise am Rande ihrer Möglichkeiten. Und das hat sich auch bei den letzten Vorfällen gezeigt. Das war ja kein böser Wille, der dahinter stand, sondern die Polizei war schlichtweg überfordert, weil sie nicht die ausreichenden Kräfte hatte. Und da kommen dann eben so bedrückende Ergebnisse zustande, dass die Polizei überwiegend mit Eigensicherung und mit Schutzmaßnahmen für andere beschäftigt ist, aber keine Strafverfolgung betreiben kann und es dann eben nur aus einer Menge, in der ganz viele Steine und Flaschen werfen, nur einer festgenommen wird. Das ist ein personelles Problem und dieses personelle Problem besteht natürlich auch bei Staatsanwaltschaften und Gerichten. Wir können so ein Verfahren realistischerweise nicht unter einem Jahr so weit bringen, dass die Betroffenen sich auch vor Gericht verantworten müssen. Sie haben die Vorfälle im Heidenau, angesprochen. Da werden wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Was aber auch auffällt, ist, dass viele Täter das Gericht dann verlassen mit einer Bewährungsstrafe. Reicht das aus, um mögliche andere Täter abzuschrecken? Man muss jeden Fall für sich betrachten. Eine Bewährungsstrafe ist ja kein Freispruch. Ist verbunden mit hohen Auflagen. Wir haben es eben in der Anmoderation gehört, der Betroffene hat seine Beamtenstellung verloren. Also eine Bewährungsstrafe trifft auch. Aber es gibt eben viele, insbesondere wenn sie Vorstrafen haben, da geht es auch nicht mehr um Bewährung, sondern da geht es darum, die Leute über längere Zeit einzusperren. Und wer Flaschen und Steine auf Polizisten wirft, für den gibt es tatsächlich oft nur einen Platz in dieser Gesellschaft, nämlich im Gefängnis. Am Wochenende, lassen Sie uns zu Heidenau noch mal kommen, ist jetzt ein Versammlungsverbot dort verhängt worden vom Landrat. Das heißt, ein geplantes Willkommensfest für die Flüchtlinge kann auch nicht stattfinden. Ist das jetzt die Lösung, dass man quasi öffentliche Versammlungen verbietet und so stark eingreift in das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit, auch nur weil man diesen fremdenfeindlichen Ausschreitungen anders nicht Herr wird? Ich möchte ja da jetzt nicht zu Einzelheiten Stellung nehmen, weil ich die Sachlage nicht so genau überschauen kann. Aber grundsätzlich kann man sagen, das ist ja gerade Ausdruck dieser Überforderung der Polizei, dass die Verantwortlichen davon ausgehen, dass sie die Menschen, die vor Ort sind, nicht ausreichend schützen können und deswegen sich zu so einem schweren Eingriff in das Demonstrationsrecht entschlossen haben. Ob es im Einzelnen seine Berechtigung hat oder nicht, möchte ich gar nicht von hier aus bewerten, aber man kann deutlich sagen, wenn wir nicht diese Situation der langjährigen permanenten Überforderung der Polizei hätten, dann wäre es sicher nicht so weit gekommen. Angriffe auf Flüchtlingsheime, bisher nur wenige Taten landen vor Gericht. Das war Christian Avenarius, der Oberstaatsanwalt von Dresden. Herzlichen Dank für dieses Interview.